Ich hab's. Jo. Aha. Das kommt weg, ah. Das kommt weg. Das kommt zu ihr. Ah, und jetzt kommen wir da wieder raus, wo wir vorhin die Tür gesehen haben. Jo, sehr schön. Du heil bitte ihn. Und er wurde von irgendwas geschwächt. Ja, schwach. Du heil bitte Schwäche. So, weiter töten. Wir haben zwar die Beweise schon, aber... Ja, da ist ein roter Bei. Zwei rote Bei. Zwei, oh, oh. Oh, 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 oh. Ja, dezenter Rückzug. Ganz kurz den Auftrag abgeben und schlafen und so, und dann können wir gerne wiederkommen. Nicht ziehen. So. Wir sollten vorher schlafen, damit sie auch die Erfahrungspunkte bekommt. Und es wird zu spät sein fürs Rathaus. Hier. Ich habe Arbeit für dich. Suchauftrag. 3000 Gold. Wie ich es erwartet habe, ich bin überrascht, dass der Bürgermeister auf Position 3 ihrer Todesliste ist. Er ist zwar inkompetent, aber eigentlich ganz nett. Ja, er kann nicht glauben. Blablabla, vielen Dank. Okay. Wir sind nicht mehr bei minus 331. Das war auf jeden Fall eine gute Tat. Also, das hier, das Aufdecken der Silberhelme, das Umbringen von den ganzen Frauen da, das war kein wirklicher Auftrag. Haben wir wohl einfach nur so gemacht. 20 Gold. So. Du hast 14 Punkte. Was steigern wir denn mal? Schwerter. Und du? Feuer sollten wir auf 12 bringen. Erkennen? Hatte ich, glaube ich, bei ihr auch mal erwähnt. Und Bogen auf 7 und Lernen hoch und überhaupt alles. Aber ich nehme, glaube ich, erstmal Meditation für mehr Piu Piu. So. Du segnen. Du Schutz vor Feuer. Du Schutz vor Kälte. Du noch kein Heldentum. Du. Nee, noch Fackellicht. Du Auge. So. Und. Jetzt kannst du Heldentum. So, besser geht's erstmal nicht. Jetzt kommt hier, ihr doofen Wachhauptmänner. Oh, 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 oh. Das war so klar, dass sie sofort auf die arme Lei gehen. Ah, sieht gut aus. Erster kaputt. Und zweiter kaputt. Da kann ich nichts machen. Auch kaputt. Repariert. So. Gold, Gold. Und gucken, was sie so schönes bewacht haben. Ein leeren Eimer. Und ein leeres Fass. Mhm. Na gut. Oh, hallo. Versteckte Passage. Danke für meine Befreiung. Nur die Tatsache, dass ich ein Priester bin, hat die Silberhelme davon abgehalten, mich zu töten. Ehrlich, ich bin überrascht, dass sie überhaupt Gnade kennen. Ich habe hier einige seltsame Geräusche gehört. Ich glaube, es gibt hier in der Nähe einen geheimen Gang. Okay. Du warst hier eingesperrt? Okay. Hm. Geheimer Gang hier in der Nähe? Ah. Okay. Was finden wir denn hier Schönes? Oh. Mehr Wachen. Komm, 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 komm. Nicht wieder irgendeine Rüstung kaputt hauen. Oder Lay-Köpfen. Komm. Genau. Hm, blaue Flüssigkeit, das ist für dich. Das sieht wie eine Kiste aus. Oh, und ein Knopf, der... Oh, okay. Du heil erstmal dich selbst. Du guckst, ob da eine Kiste ist? Nein.
Ja. Okay. Oh, 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 oh. Sehr cool. Sehr, sehr, sehr cool. Ein Wandbild. Und Geheimgang links, Geheimgang rechts. Oh, Kisten. Ich hab's. Gold, 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 Gold. Aha. 40 Goldmünzen. Aha. Gold, 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 Gold. Ah. Aha. Lauter billige Waffen, aber es läppert sich. Ich weiß es nicht. Aha. Dahin. Dahin. Ah. Weg. So, was haben wir auf der anderen Seite? Hey. Melody Silver. Silberhelme. Danke, dass du mich von diesem schrecklichen Schicksal befreit hast. Ich wünschte, es gäbe einen Weg, das wieder gut zu machen. Oh, Melody Silver. Rette eine Maid in Not und kehre mit ihr zu Wilbur Humphrey in Burg Ironfist zurück. Hey, 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 hey. Das könnte das gewesen sein, oder? Haben wir noch irgendeine Maid in Not? Rette Emanuel aus dem Tempel der Schlange. Finde das verlorene Artefakt. Zerstöre den Tempel der Werwölfe. Nö. Das hier könnte die Maid in Not sein. Die Maid in Not, die Bären in ihrem Eimer versteckt. Was war das Wandgemälde? Wow, wow, hey, hey, hey. Das war nicht nett. Runden basieren. Zaubern, zaubern, hauen. Dich selber heilen. Dich selber heilen. Ja, gib ihm. Mich einfach so zu erschrecken, ist gar nicht nett. So, was ist hier? Ganz viel Klacker. Oh. Noch mehr Respawn. Das ist ja garstig. Also wir werden es schaffen, aber es ist trotzdem garstig. Alles nur, weil wir eine holde Maid befreien wollen. So. Raus hier. Raus, raus, raus hier. Obwohl, warte mal ganz kurz. Da unten war noch ein Gang. Sogar noch mehrere Gänge. Die würde ich jetzt auch noch machen. Da muss die holde Maid halt ganz kurz hinterher laufen. Und eventuell ein, zwei Tage schlafen, um Zauberpunkt zu bekommen. Oh, 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 oh. Du heil dich. Du heil dich gleich nochmal. Du bist nur Experte. Hast du einen doofer Hauptmann? Mhm. Weg mit dir. Weg, weg, weg mit dir. Ah, die beiden haben jetzt auch schon Level up. Sehr schön. Und die Maid in Not zu retten, muss bestimmt ganz viel Ruf bringen. Das könnte es aus den roten Zahlen rausholen. Und ich glaube, wir sollten fliehen. Heil sie. Ah, den Experten schaffen wir auf jeden Fall noch, aber die, der Meister da hinten. Oh, der fliegt schon. Das habe ich zuvor auch noch nicht gehört. Und hier ist nichts. Außer Meisterschwertkämpfer. Okay. Können wir hier irgendwo rasten? Die Seite müsste ja eigentlich frei sein von Gegnern. Sehr gut. Auge, Licht, Segen. Nur das Leitprogramm an Buffs erstmal. Hier. Achso ja, hey du. Dumm, dumm. Dumm, 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 dumm. Komm schon. Die läppern sich echt, was das Gold angeht. 50, 60 Gold. Und die sind auch ein One-Hit.
Nix. Irgendwo sind hier noch Mönche. Mit dem ganzen Om. Das ist blau, das ist okay. Nope, du bist rot. Kein Essen. Schade. Oh, okay. Schutz vor Feuer, Schutz vor Oh. Jetzt aber. Eile. Schutz vor Strom. Pritzel. Gute Entscheidung mit dem Schutz vor Strom. Oder Elektrizität. Hm. So, erstmal das schwächste Mitglied. Mitglieder. Danach. Hey, wo bist du hin? Ist der einfach weggelaufen? Was für ein feiger Ab bist du denn? Also. So, was haben wir hier? Rote Flüssigkeit. Blaue Flüssigkeit. Achso, sie ist K.O. Du, guck mal hier in die ganzen Säcke. Schalter. Nö. Alle sind... Nee, nicht alle sind müde. Warum ist jetzt nur... Achso, es war ein Zauber, der sie müde gemacht hat. Ich dachte schon, die Eile wäre ausgelaufen und nur sie ist müde geworden. Das wäre komisch. Grün. Kriegst auch mal du. Gelb bekommst auch du. Rot bekommst auch du. Ganz viele Fässer für Girogon. Und leer. So. Jetzt müsste hier alles ruhig sein. Alles grün. Alles gut. Raus hier. Nächstes Ziel wäre dann Burg Ironfist. Da müsste ja eigentlich ein Schiff direkt hinfahren von hier aus. Jedenfalls haben wir die andere Richtung schon mal gehabt, also von Ironfist hierher. Und wir haben 17.000 Gold. Sehr schön. So ein kleines bisschen können wir mal auf die Bank bringen, wenn hier irgendwo eine ist. Hier. Geschlossen. Dum. Was kann ich für dich tun? Ach, wir haben schon 5.000 drauf. Ja, nö, dann lass mal. Da. Die sehen echt fertig aus, unsere Helden. Willkommen an Schmugglerbucht Ost. Nein, danke. Willkommen an Burg Ironfist klingt schon besser. So. Lang nicht gesehen, Burg Ironfist. Wir würden gerne... Haben wir 9 Experten für... Die Experten sind wir schon alle bei Bogen. Was gab es hier noch für Lehrer? Leder, Kette. Oh. Ganz viel kaputtes Zeug. Repariert. So, also kurzer Abstecher hier vorne hin, um Kettenexperte für Lay und Myrim zu bekommen. Schild, Leder, Kette, glaube ich. Hallo. Jo. Ja. Kette. Okay. Kette. Platte haben wir schon, richtig? Ja. Also Panzer. Dann gab es oben noch Erkennen und sechster Sinn. Also auch nichts Interessantes für uns. Und einen, der meiste spirituell macht, aber nur, wenn man ein besserer Kleriker ist, was wir noch nicht sind. Also, nee. Halt! Wer ist Meister Nikolai Ironfist? Kreuzritter. Erbe des Throns von Ihr habt die Geschichte der gewagten Rettung bereits vernommen. Und ich bin erfreut, dass du Fräulein Silber gerettet hast. Dass du? Das ist aber ganz schön persönlich. Ich werde sofort ihre Rückkehr zu ihrer Familie arrangieren. Beispielhafte Arbeit. Hiermit befördere ich alle beteiligten Paladine zu Kreuzrittern. Und alle, die keine Paladine sind, zu Kreuzrittern ehrenhalber. Sehr schön. Also wir jetzt alle Paladine ehrenhalber. Oder Kreuzritter. Und was braucht man denn für den Helden? Nun gut, es ist eine feine Sache, zum Kreuzritter berufen zu werden. Noch feiner freilich wäre die Beförderung zum Helden.
Wie du dir wahrscheinlich bereits gedacht hast, erfordert die Erhebung in den Heldenstatus das Erschlagen eines Drachens. Ich weiß, dass das schwierig erscheint, aber die Tradition erfordert es. Es reicht leider auch nicht, irgendeinen Drachen zu erschlagen. Es muss schon ein namhafter sein, was die Sache nicht gerade einfacher macht. Deine Aufgabe ist es, Long Feng Witherhide zu erschlagen und damit, um mit einem seiner Zähne oder Krallen als Beweis zurückzukehren. Glücklicherweise wissen wir, dass Long Feng in den Bergen westlich von hier in einer Höhle lebt. Er hat schon mindestens ein Dutzend mächtigen Helden auf dem Gewissen, sei also vorsichtig. Okay. Okay. Westlich von hier, das ist Sumpf der Verdammten. Wo wir auch nochmal hinschauen wollten. Geschlossen. Ach komm schon. Stufenanstieg. Oh, da fehlt nicht mehr viel. So. Du. Ja, Schwert können wir jetzt Meister werden, richtig? Also sollten eigentlich anfangen, Axt zu erhöhen. Oder ein bisschen defensiv gehen. Nee, komm. Ah, verklickt. Mist. Na gut, kann er jetzt besser Bogen schießen. So, du. Oh, genau. Falle erhöhen. Wir brauchen unbedingt Fallenmeister. Du bewahrst dir die Punkte auf. Und du. Ja, du hast ein Problem. Du müsstest die alle auf 12 bringen, um Meister zu werden. Und wir wollten Lichtmagie lernen. Na komm, Licht auf 4. Und die 5 Punkte bewahren wir jetzt mal auf. Das heißt, wir könnten jetzt Lichtexperte werden. Auch wenn wir dafür noch keinen Lehrer kennen, soweit ich weiß. Was haben wir noch so dabei? Lauter Ramsch. Der Ramsch sollte weg. Weg, weg, weg. Weg, 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 weg. Das ist eh nur Kleinkram. Rüstungen im Land. Weg, 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 weg. Was bist du? Eisstrahl. Also nochmal Kinkerlitzchen. Die waren, glaube ich. Au, oh, das Wasser mal nicht, genau. Weg, 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 weg. 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 Rubinamulett. Das klingt schick, wenn wir es ordentlich verzaubern könnten. Was wir leider nicht können. Panzerstiefel der Vitalität. Rüstung plus 8. Ausdauer plus 8. Was hast du denn? Das stinkt normale Eisenschuhe. Die kaufen wir dir mal. So. Wollen wir Gerogon auch mal zwischendurch was gönnen? Und ich denke, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt für einen Cut. Also sehen wir uns gleich wieder.